So, Freunde, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Letztes Mal haben wir uns so einige Sachen besorgt und gesagt, wir werden jetzt erstmal den Postboten finden. Aber diesen finden wir gar nicht auf der Lohnfarm, sondern der rennt außen rum. Und zwar erst dann, wenn wir alle drei heiligen Steine gefunden haben. Das heißt, können wir erstmal knicken und wir rennen jetzt direkt zum Sora-Reich, um unseren dritten heiligen Stein zu bekommen. Ja, auf. Dö, 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 dö. Ah, das meine ich irgendwie, später erst das Pferd, ne? Als Kind ist es ein bisschen nervig, rumzurennen. Hab ja früher mal alles erkundet. Jeden scheiß Winkel. Mal rumgerannt. Damals hatte man noch mehr Zeit als Kind. Hier ist nichts. So. Renn. Hier waren wir schon mal gewesen. Wo uns der kleine Fettsack die Bohnen abziehen wollte. Na komm ins Wasser. Dann kann ich schwimmen. Und tot ist er. So. Dann sind wir schon beim richtigen Weg. Die Eule ist immer noch da. Ist sie nicht weggeflogen? Sollte die nicht wegfliegen? Hallo! Es sieht aus, als wärst du erfahren und kräftiger geworden. Kennen wir schon. Sie wiederholt er sich auch noch. Gibt's denn sowas? So. Flieg und Sieg. So. Es ist Tag. Ah, stimmt. Warte. Wir können jetzt das Hühnchen hier nehmen. Und damit müssen wir bis ans Ende durchlaufen. Um dann an ein Herzzelt zu kommen. Wir dürfen uns aber nicht von diesen Oktopussen treffen, das natürlich. Das Herz da oben bekommen. Stimmt, ist es hier schon. Weiß ich noch gar nicht. Komm hier schon ran, ne? Später erst. So, hier rechts sind Frösche. Oder kommende Frösche. Zack. Nimm es. Nein, renn nicht weg. Scheiße. Ach Gott. Ich hab gedacht, wir sind nicht weggeschwemmt. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Sonst habe ich mal ein, zwei Versuche gebraucht. So. Dann hier hoch. Da hoch. Ja, genau, da hat er schon. Da werden wir jetzt rüberfliegen müssen. Ja. Und das war's auch schon. Und somit haben wir schon unser drittes Herzteil. Fehlt nur noch eins. Ich kann ja mal kurz zurückgehen zu den... Ich weiß nicht, ob die Frösche schon da sind. Na egal. Gut, zurückgehen, zweiter Weg. Lust habe ich jetzt nicht. Naja. Später mal. So. Hier müssen wir jetzt wieder dieses Wiegen, die von Zelda spielen.
um zu zeigen, um zu zeigen, dass wir denn Gesandte der königlichen Familie sind. Und wie durch ein Wunder wird der Wasserball verschwinden. Beziehungsweise nur die Mitte, glaube ich. Oh, das wird weniger. Stimmt. Nee, ne? Nur die Mitte ist weg. Rollen. So, und da waren wir auch schon. In Soras Reich. Wunderschön alles. Chillige Musik. Und da werden wir dann erstmal unseren Stock rausholen. Denn ich glaube, hier müssen wir mit dem Stock alles anfackeln. Ich glaube, es war gar nicht so einfach. Irgendwo war hier Feuer gewesen. War das so? Zwischen ist auf jeden Fall denn die Truhe. Ah, stimmt. Ich muss jetzt mal eine Fee verschwenden. Denn wir brauchen, um ins dritte Level zu bekommen, einen kleinen Fisch für den Wal. Denn das dritte Level befindet sich in dem Wal. In dem königlichen Wal der Soras. So, und jetzt haben wir schon einen wunderschönen Fisch. Einen Fisch gefangen. Mit dem wir dann natürlich den Wal füttern können. Ich muss mal kurz was gucken. 2 Sekunden. Da kann man auch Fische kaufen, glaube ich. Aber wozu sollte man Fische kaufen? Stimmt, die Fackel ist ganz oben. Schnappen wir uns mal den Stock. Und dann haben wir schon das Feuer. Fackel, Fackel, Fackel. Ah, so ein Mist. Ich glaube, wir kommen ja auch noch nicht viel weiter, weil wir nämlich zack. Weil wir nämlich noch in diesen See gemessen, um die Nachricht von der Prinzessin zu bekommen. Denn die ist nämlich verschwunden. Wissen wir noch nicht, wann wir gefragt haben, aber ich weiß es ja, also können wir uns die Zeit mal sparen. Dürfte der Nachtcomputer sein? Ja. Und das 6. Herz für uns. Zack. Damit sind wir schon ganz gut bedient, glaube ich. 6 Herzen. Da unten geht zum Wassertempel. Nicht zum Wassertempel, aber zur Wasserquelle. Kann ich so tief tauchen? Wo bekommen wir den Schuppen eigentlich?
Silberschuppen oder so ist. Naja. Dann gehen wir erstmal nach oben. Zum dicken King. Zum King des Kong. Ist ja alles recht übersichtlich hier. Und spielen bei dem Typen ein kleines Minispiel. Also hier links. Ah, ich rede erstmal an, lieber. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Roto. Wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. So. Vielleicht muss man erst anreden, damit sich das Event auslöst. So. Hier, Junge. Tauchspiel, 20 Rubine. Macht ihr mit? Sicher. 20 Rubine. Sammelt alle Steine ein, die ihr nach unten werft. Dann habt ihr für eine ganze Zeit. Sind alle eingesammelt? Kommt ihr her zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Yes, Cash sammeln. Cash. Blub, 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 blub. 5 Steinchen. 25. Na dann los. Nein, die Zeit kostet auch nicht. So, was sehen wir hier unten schon mal den ersten? So, und den zweiten. Oh, Scheiße. 3 auf einmal left. Und den letzten. Gratuliere, ihr habt was Tolles für euch. Holt es euch ab. Sehr gut. Ich glaube, wenn wir das ein paar Mal machen, bekommen wir... Ich glaube, auch ein Herzteil. Ich weiß gar nicht, wo wir die Silberschuppe herbekommen. In der Silberschuppe können wir, glaube ich, länger tauchen. Und dann gibt es noch die Goldschuppe. Mit der können wir, glaube ich, für immer die Luft anhalten unter Wasser. Weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwie so. Werden wir sehen. Aber erstmal gucken wir unseren Preis ab. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier nimmt das als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe. Der Sora. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Tja, was will man mehr? Das heißt, ihr könnt durch das Tor da unten durch. Zu dem See. Nehmt so viel ihr wollt. 20 Rubine, macht ihr mit? Ja. Jetzt, was ist in meinen Augen? Das ist dumm. Ich rufe dein ganzes Geld raus, geht 20 Rubine. Naja. Natürlich nehmen wir jetzt nur die... guten. Ich glaube, wir bekommen sogar was, wenn wir das schaffen. Also würde ich sagen, probieren wir das Ganze normal. Ich meine, für ein Herzteil mache ich das gerne. Und wenn es dafür Geld gibt, so viel auch noch. Ich meine, was haben wir jetzt bekommen? Über 100? Für 20 Rubinen haben wir über 100 Rubinen bekommen. Macht ja ein richtig gutes Geschäft, glaube ich. Nicht. So, Konzentration beim nächsten Mal. Füllen wir unser Portemonnaie wieder auf. Wird hart.
Achso, gut. Ich hab gedacht, er ist alles in den tiefen Bereich geworfen. So, ein bisschen taktischer vorgehen. Das heißt, wir tauchen jetzt. Nein, welche Zeitverschwendung. Müssen wir schon passen. Nochmal zwei Runden. Schon. Tauch, Link, tauch. Oh, verdammt. Nein, gibt's doch nicht. Ah, das ist auch. Hätte ich am Anfang nichts versaut. Mist. Oh, mein Herz klopft schon wieder. Oh, ich mag schon an zur Spitze mischen gleich. Mann. So ein Dreck. Krieg ich wieder auch sowas. Aber eine gute Geldquelle. Kann man nicht anders sagen. Ah, das war gut. Spott. Gibt's doch nicht. Am besten man springt gleich am Anfang runter auf den Beam. Nein, 20 Euro. Wow, was war das? So, jetzt ist einer nach unten. Und einer relativ vorne. Vielleicht kriegen wir den beim ersten Sprung schon. So. Jetzt tauchen wir erstmal so. Nein, das gibt's doch nicht. Hä, was macht er denn? Der letzte hier. Nein, vorletzte. Da gibt es ja auch noch andere unten. Zwei sogar noch. Na gut. Ich glaube, die Aufnahme beende ich erstmal für heute. Für jetzt. Und erspare ich diese Traurerei. Und wir sehen uns einfach wieder, wenn ich es geschafft habe. Und bis dahin. Viel Spaß und schaltet ein.